Und zugeschaltet ist mir die FDP-Politikerin Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie ist die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Herzlich willkommen. Guten Abend. Schauen wir da mal drauf. Gerhard Schröder sieht sich erneut als Vermittler im Ukraine-Krieg. Halten Sie das in der aktuellen Kriegsphase diesmal für eine erfolgversprechende Idee? Ich glaube, bei allem Respekt vor dem ehemaligen Bundeskanzler, dass er sowas von falsch gewickelt ist. Ich bin gerade in Japan, in Tokio, ich war in Südkorea, ich habe viele Gespräche geführt mit Außenverteidigungsministern, Parlamentariern und alle sind einer Meinung, dass Russland nun die Sprache der Verteidigung versteht, der klaren Ansage. Und wir sehen ja, was Putin macht. Es hagelt, es regnet Raketen. Er will die Ukraine komplett zerstören. Das ist seine Agenda, das hat er angekündigt. Bereits Ende, also 2008 bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Er hat angefangen 2014. Wir haben nicht wirklich reagiert darauf. Seit 2022 kämpft die Ukraine. Und wir sehen und hören ja, was Putin jeden Tag sagt. Ernsthaft zu glauben, dass Gerhard Schröder einen Einfluss auf Putin hat. Also ich weiß nicht, wir sollten aufpassen, uns nicht alle selbst zu überschätzen. Und ich glaube, dazu gehört auch Herr Schröder. Dann schauen wir auch mal auf die Sprache, die Putin selbst aktuell spricht. Da behauptet der Diktator nämlich ohne jegliche Grundlage, die F-16-Kampfjets für die Ukraine könnten auch Atomwaffen tragen, was Moskau wiederum in seiner militärischen Planung berücksichtigen müsse. Wie bewerten Sie solche Aussagen? Naja, das ist der Krieg im Kommunikationsraum. Das sind die hybriden Kriege, die Putin versteht einzusetzen, nämlich immer einen Grund zu finden, auch verbal zu eskalieren. Weil er weiß, wenn das Wort Atom fällt, wenn er so redet, welche Sorgen und Beängstigungen das in Deutschland auslöst. Und genau das ist das Problem. Er versucht mit Worten uns schachmatt zu setzen und wir sollten ihm zuhören. Aber wir sollten uns auch im Klaren darüber sein, dass das, was Russland in über 2 Jahren erreicht hat in der Ukraine, ja gemessen an dem, was Putin wollte, nämlich in 2, 3 Wochen die Ukraine vereinnahmen, dass er militärisch nicht den Erfolg hat. Und nun sieht er, dass diese F-16-Koalition endlich kommt. Er sieht und bekommt ja auch mit die Debatten, die wir sonst führen. Und deswegen wird jetzt verbal eskaliert und Einfluss genommen im Kommunikationsraum, im Internet, damit die Stimmung in der Bevölkerung diesbezüglich auch kritisch ist. Das ist alles klassisch hybride Kriegsführung. Und wir müssen uns im Klaren sein, dass er jedes Register zieht, um uns zu beängstigen. Und darauf sollten wir wirklich sehr nüchtern reagieren. Es ist gut, dass die F-16-Koalition jetzt an den Start geht. Blicken wir auf die andere Seite. Da fordert Präsident Zelensky ja mit sehr klaren Worten einmal mehr Luftabwehrsysteme für die Ukraine. Aber er meint Patriot. Das ist aus seiner Sicht ja auch verständlich. Aber wo sehen Sie die Grenzen des Westens? Welche Wünsche kann er vielleicht nicht, noch nicht oder nicht so schnell erfüllen? Gerade auch Deutschland. Also ich habe hundertprozentiges Verständnis für die Ukraine, die wirklich alles brauchen, vor allen Dingen schnell. Das Problem, was wir derzeit haben, ist ja, dass wir die Debatte auch über den Taurus über Monate geführt haben und immer noch führen, dass die Panzer, die die Ukraine schnellstens gebraucht hätte, nach 9 Monaten erst geliefert waren. In der Zeit hat Russland Gräben in der Ostukraine über hunderte von Kilometern ausgehoben. Die Diskussion jetzt um den Taurus hat Putin selbst gerade dokumentiert, dass nämlich der Nachschub über die Brücke Kertsch auf der Krim, dass dort der Nachschub nicht mehr drüber läuft, weil er doch damit rechnen muss, dass gegebenenfalls die Taurus geliefert werden. Das heißt, er richtet sich ja darauf ein, wenn wir lange diskutieren. Und deswegen, um Ihre Frage zu beantworten, ich verstehe, dass Zelensky das will, dass er nach allem ruft. Wir sehen ja, was in der Ukraine passiert. Das kann aber letztendlich nur die Industrie entscheiden. Gibt es dort Überhänge, die sie sofort liefern können? Das müssen die jeweiligen Länder dann auch erlauben und genehmigen. Und in der Tat diesbezüglich, man kann uns einiges vorwerfen. Ich wünschte mir, dass wir noch mehr tun. Was die Flugabwehr betrifft, sind wir ja schon sehr, sehr weit in die Vorhand gegangen mit diesem phänomenalen System IRIS-T. Insofern sind auch andere Länder gefragt. Aber letztlich müsste auch die Bundeswehr entscheiden, ob sie das ein oder andere System noch liefern könnte, also noch entbehren könnte. Das kann ich jetzt hier so aus der hohlen Hand nicht. Aber klar ist, wir müssen alles tun, was wir verantworten können. Wir müssen alles tun, um mit unseren Partnern in Europa uns auch darüber im Klaren zu sein, dass jeder gefordert ist. Und um auf meine Reise zurückzukommen, auch hier wird darüber debattiert, was man noch tun kann, weil der ganze Globus ist angezündet mit diesem grauenvollen Krieg von Putin.
Und wenn Sie in Tokio sind, sind Sie in 1000 Kilometer in Vladivostok, was auch Russland ist. Also Sie sehen, der ganze Globus ist angezündet und macht sich große Sorgen. Und allen ist klar, dass Putin nicht mit Worten nachzukommen ist, sondern nur mit Stärke. Und da müssen wir alle an einen Strang ziehen. Sagt Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit, die Sie sich auch in Japan für uns genommen haben. Immer gerne. Vielen Dank für Ihr Interesse. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.